dürfen Sie nicht. Verschwinden Sie. Lass mich. Ich will Ihnen etwas von... Ja, weiter. Vom Grünfinger. Was? Was haben Sie gesagt? Der grüne Finger. Sind Sie Mr. Temple? Ja. Mein Name ist Trent, Steve Trent. Ich bin... Ja, ich weiß, Sie sind Reporterin. Was passiert jetzt, Doc? Was ist mit dem Lemmington-Job? Wir treffen uns kommenden Dienstag. Hier? Ja, hier auf Zimmer 7. Inspektor Harvey beging Selbstmord vor etwa 2 Stunden. Nein. Nein, das würde er nicht. Nein, er wäre der letzte Mensch, der Selbstmord begehen würde. Sie scheinen wohl viel über Inspektor Harvey zu wissen. Er ist mein Bruder. Auf der Polizeistation diskutierten am gestrigen Abend Inspektor Merritt und Mr. Paul Temple, der berühmte Schriftsteller, den tragischen Tod von Oberinspektor Harvey vom Scotland Yard im Little General. Mein Bruder und ein anderer Polizist leiteten diesen Fall. Sie fanden heraus, dass der Kopf der Bande ein Mann war mit dem Spitznamen Diamantenschurke. Aber sein echter Name war Max Lorraine. Max Lorraine? Wer ist der Schurke? Wer ist Max Lorraine? Max Lorraine. Ja, wer ist Lorraine? Lorraine. Ist Ihnen weiter voraus, als Sie denken, Mr. Temple. Anschließend hat Gerald allein ermittelt. Offensichtlich setzte er Lorraine stark unter Druck und nach 2 knappen Angriffen auf sein Leben verschwand Max Lorraine. Ich meinte, dass jetzt, da mein Bruder tot ist, wünschte ich mir, dass Paul Temple Lorraine das Handwerk legt. Skid, was ist der grüne Finger? Das ist der Plan hinter den ganzen Überfällen. Und weiter? Naja, der Anführer ist der Diamantenschurke. Max Lorraine? Ja, Max Lorraine. Trinken Sie das. Danke. Skid, hören Sie. Das ist sehr wichtig. Haben Sie ihn schon mal gesehen? Haben Sie Lorraine schon mal... Ja. Skid? Was ist denn los? Gott, irgendwas stört mich mit ihm. Skid! Ja. Was ist das, Dale? Sieht wie eine Botschaft aus. Kaum lesbar. Bringen Sie die Fackeln her! P. E. N. Eine ganz persönliche Frage. Wen suchen wir überhaupt heute Nacht? Max Lorraine, Hauptmann, den Diamantenschurken. Den Diamanten? Achtung! Hallo? Wer ist da? Hallo? Hallo? Was ist passiert, Paul? Aufgelegt. Hat jemand gesprochen? Haben Sie was gehört? Nein, wir verfolgen den Anruf. Der Dreck auf Ihrem Gesicht steht Ihnen. Pass auf, Paul! Waffe fallen lassen. Sofort! Steve, das Licht. Meinen Verlegern gefällt diese ganze Publicity, aber sie ist nicht der Grund für meine Beliebtheit bei der Polizei. Trotzdem wird man sie bald widerrufen, wenn die Zeit reif ist. Da wäre ich mir nicht so sicher. Sir Graham hat wenig übrig für Außenseiter. 2 Tempels besser als einer, ja? 2? Oh, Sie meinen...